Jetzt möchte ich euch mal die Vorteile von der 7412 Fritzbox von 1&1 im Gegensatz zu einem normalen Router, jetzt hier zum Beispiel eine 7590 von Fritzbox von AVM, nahelegen bzw. zeigen, dass ihr im Prinzip für DSL, VDSL und eben auch VDSL über Vectoring, das gibt unterschiedliche Arten von VDSL, dass ihr für dieses, ja, für den Anschluss selber effektiv nur so ein Teil braucht, und die gibt es unter Umständen bei eBay gerne mal für 10 bis 20 Euro. Da müsst ihr nicht mehr ausgeben. Die Variante hat sogar schon das WLAN freigeschaltet. Das heißt, da müsst ihr ganz doll aufpassen. Die gibt es auch ohne das freigeschaltete WLAN. Da ist dann einfach zu beachten, die müsste man dann nochmal mit der Recovery-Software, sage ich jetzt mal, von AVM flashen. Das ist auch keine große Aufgabe, dauert 5 Minuten. Aber wenn ihr die bei eBay kaufen solltet, dann einfach darauf achten, dass das nicht als Modem verkauft wird, sondern halt wirklich als WLAN-Router. Und dann hat der das automatisch mit drin. Und jetzt gehen wir mal einfach und machen einen kurzen Sprung zur Software innen drinne. Das schauen wir uns jetzt mal an. So, dann sind wir hier im Menü der 7412. Am Anfang muss man natürlich ein Kennwort vergeben. Ich mache jetzt hier einfach mal, hier könnte man jetzt normalerweise den Startcode eingeben, wenn man einen 1&1 Anschluss hat. Wenn das aber nicht der Fall ist, gar kein Problem, dann gehen wir einfach auf Abbrechen und Assistent beenden. Und dann gucken wir uns einfach mal an, was die hier so kann. Ich habe bei mir zumindest jetzt einen Vectoring-Anschluss, das heißt, somit seht ihr automatisch, okay, die Fritzbox 7412 kann auch Vectoring. Das heißt, ich habe hier einen 100-Megabit-Anschluss und der wird halt auch mit 111 synchron. Also das hat man mittlerweile auch bei einem 50.000er, der wird dann einfach dann aktiv runtergeregelt. Jetzt gucken wir mal so rein, es kann nämlich sein, dass die mir das direkt anzeigt. Ich gehe mal auf DSL-Info, aber das reicht mir noch nicht. Ich will da ein bisschen mehr wissen von. Und zwar sehen wir hier Vectoring und ich gehe jetzt aber auf die Ansicht erweitert. Da hat man immer noch ein paar mehr Sachen, die ganz interessant sind. Zum Thema Störsicherheit zum Beispiel. Da hatte ich mal vor Ewigkeiten auf einem anderen Kanal ein Video gemacht. Wenn man jetzt merkt, oh, mein DSL geht nicht so richtig toll, dann kann man hier auch langsam, also nicht von einfach alle von hier nach da, dann wird die teilweise gar nicht mehr synchron, sondern von einem zum nächsten Reiter nach und nach immer probieren und dann auf Übernehmen gehen und dann guckt man halt, ob die stabiler läuft. Aber das soll jetzt gar nicht so das Thema sein. Wir gucken, wie gesagt, in die Übersicht rein, einfach, dass ihr seht, ah, okay, die kann halt auch wirklich Vectoring. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir gehen in den DSL-Anschluss rein, da sieht man halt, hier haben wir irgendwelche Fehler oder eben nicht. Wir gehen in die Telefonie rein. Anrufe, klar, ist irrelevant, aber wir gehen mal erstmal in die Rufnummern. Das heißt, hier gebe ich jetzt meine, oder könnte ich jetzt meine eigene Rufnummer eingeben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Anschluss von der Telekom habt oder sowas, dann könnt ihr den hier einrichten und dann ist das kein Thema. Dann könnt ihr wiederum sagen, ja, mein Telefon ist das und das und das. Und der riesengroße Vorteil an dieser 7412, obwohl sie so extrem günstig bei eBay verramscht wird, sage ich jetzt mal. Und hier habt ihr den Vorteil, dass ihr auch deckt nutzen könnt, also sprich für diejenigen, die das noch nicht so genau wissen, das ist die Möglichkeit, dass ihr euer normales Basistelefon, also ob ihr jetzt ein Siemens oder ein Panasonic oder whatever habt, die sind im Normalfall auf dem deckt-Standard ja ausgelegt und die sind normalerweise per deckt an ihrer Basis angeschlossen. Das heißt also, du hast dein normales Telefon, dann hast du deine Basisstation dazu und die sendet natürlich zum Telefon das Signal. So, somit könntest du bzw. müsstest du immer das Telefon in der Nähe vom Router zu stehen haben. Haben aber viele mittlerweile nicht mehr, weil das gar nicht mehr gewünscht ist. Somit kannst du das Telefon direkt an der Fritzbox anmelden und die Fritzbox ist dann nicht nur dein WLAN Access Point, also sprich, die ist nicht nur für das WLAN zuständig, sondern die macht auch deckt. Das heißt also, die sendet auch das Telefonsignal direkt an dein Telefon und brauchst du dein Telefon nur noch, beziehungsweise die Basisstation, nur noch als Ladeschale und nicht mehr als Station direkt neben der Fritzbox zu stehen haben. Das ist eigentlich so dieses
Main-Feature, sage ich jetzt mal, was die Fritzbox halt noch ausmacht. Und wie gesagt, halt der extrem geringe Preis. So, wir gehen nochmal kurz ins WLAN rein. Da seht ihr halt eben auch, dass ihr alles einstellen könnt, wie es halt bei einer Fritzbox auch ganz normal ist. Das ist jetzt nichts super fancyes, aber ihr seht hier, ihr habt hier die Möglichkeit, über 2,4 GHz zu senden. 5 GHz geht nicht, wobei ich aber sagen muss, das ist nicht weiter schlimm. So sehe ich das. Sicherheit könnt ihr natürlich einstellen, wie ihr das möchtet. Und ihr habt auch zusätzlich an der 7412 noch eine LAN-Schnittstelle. Das heißt also, ihr könnt noch einen PC oder was auch immer, ein Drucker oder wie auch immer, könnt ihr noch per LAN anschließen. Also von daher richtig gutes Ding, das Teil. Und die ist wirklich vom WLAN her selber echt eine richtig gute Box. Da kann man gar nicht meckern. Also zum Beispiel so dieser O2-Standard-Router ist in meinen Augen um einiges schlechter, hat ohne Ende WLAN-Ausfälle. Und das ist eigentlich bei den Boxen hier nicht der Fall. Und wie gesagt, preis-leistungsmäßig einfach unschlagbar. Das soll es da schon zu gewesen sein. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne rein in die Kommentare. Es ist auch so, dass ihr, wenn ihr die Fritzbox von 1&1 bekommt, also wenn ihr 1&1 Kunde seid und ihr habt euch dafür entschieden, ich will diese 7412 haben, ganz, ganz wichtig, wenn ihr nicht zusätzlich erwähnt habt, ey, passt auf, ich will das halt mit WLAN, dann ist es unter Umständen so, dass ihr exakt die gleiche Box bekommt, aber die hat kein WLAN. Die hat zwar auch einen WLAN-Button, die hat auch eine WLAN-Lampe, aber da geht das WLAN nicht einzuschalten. Das ist dann firmware-technisch, also software-technisch deaktiviert und da müsstet ihr theoretisch ein Recovery-Tool von AVM drüber laufen lassen und dann wäre die auch wieder komplett frei, so wie sie halt 1&1 geschaffen hat, in Anführungsstrichen, und dann würde das auch wieder gehen. Wenn ihr das möchtet, dass ich dazu mal ein Video mache, kann ich das natürlich auch machen, aber ich denke, das Hauptaugenmerk für das Video selber sollte einfach nur der Gedankengang sein, dass man für einen Router nicht unbedingt 100 Euro bezahlen muss, auch nicht 200 Euro, sondern einfach, das geht für 15 bis 20 Euro definitiv klar. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Bis dann!